Ja, Ananas, willkommen zum 13. Oktober. Es ist Montag und es ist Tag 50 von Vlogging the Family, unserem vorerst 100-Tage-Experiment. Wir sind quasi auf der Hälfte und so wie es läuft, denke ich, wird es auch nach den 100 Tagen bestimmt weitergehen. Mal gucken, wie dann die zweite Hälfte läuft. Ja, und natürlich habt ihr richtig gewettet. Ich habe es natürlich geschafft. Es ist 6.17 Uhr. 18. Ich bin also wieder um 6 aufgestanden, weil Job ist noch nicht dann. Aber das kriege ich auf jeden Fall heute im Laufe des Tages hin. Ist nur noch eine Kleinigkeit, was ich da zurechtschrauben muss. Und dann haben wir auch dieses Projekt geritzt. Das heißt also, ab morgen kann ich es dann etwas lockerer angehen, mal wieder. Und mich ein bisschen erholen davon. Aber ansonsten, ja, war okay. Man muss es halt mit den Kiddies irgendwie timen. Ja, die Nacht selber ist gut gelaufen. Bis in die frühen Morgenstunden. Um 5:30 haben sich die beiden gemeldet. Das heißt, die haben tatsächlich die ganze Nacht quasi durchgeschlafen. Okay, zwischen 12 und 12:30. Ne, um 12 haben sie, glaube ich, das letzte Mal was gekriegt. Und das nächste Mal dann jetzt um 5:30. Also 5,5 Stunden. Coole Sache das. Ja, naja, die Großeltern, die Babycare übernommen hatten, hat es dann ein kleines Malheur gegeben. Nach dem Füttern, klar, kann sein, dass die Windel gewechselt werden muss. Und dann ist Diana mit Charlotte rüber. Dann hat er gesagt, ach, damit du nicht so in die Kälte musst, nehme ich dich mit dem Schlafsack mit. Als hätte es geahnt. Es war eine gute Idee, weil, ja, leider war die Windel nicht zu. Und Charlotte hat nicht nur gepinkelt. Genau, gut, dass wir zwei Schlafsäcke haben für jedes Kind. Ja, aber ansonsten haben sich die Großeltern echt super geschlagen und so. Wenn die sich nicht so die letzten zwei Tage um die beiden Schnüffelmäuse gekümmert hätten, dann hätte die Anna nicht so viel geschafft oder ich nicht so viel geschafft. Wobei die Frage des Oders stellt sich eigentlich nicht, weil ich musste arbeiten. Yay! Getting some wake-up coffee! So, da sind wir angekommen im Schallzentrum der Macht. Ja, der Vorteil ist, wenn man übers Wochenende gearbeitet hat, dass sich die Montags-Morgens-Routine ein wenig verkürzt, weil man viele Dinge am Wochenende einfach schon gesehen hat. Klar, die Server-Monitoring-Runde verbleibt, aber das ist dann auch der größte Aufwand heute Morgen. Das ist gut. Heißt, das Projekt kann sofort weiter bearbeitet werden. Die Serverrunde verschiebe ich gleich, glaube ich, heute auf Nachmittag. Ja. Ach, so kommt's, wenn man nicht aufs Display guckt. Die letzten drei Clips hat er nicht mitgeschnitten. Das heißt, es fehlt jetzt hier voll Info. Wir stellen jetzt einen total spontan nach. Hey Schnuffel, ich hab dich lieb. Psst. Bin beschäftigt. Du musst jetzt sowas sagen wie Hase, ich dich auch oder so. Hase, ich dich auch oder so. Hey, das haben wir jetzt voll spontan nachgestellt. Das Ärgerliche ist ja, dass halt voll niedliches Schnuffelmäuse-Footage dabei nicht aufgenommen wurde. Dang! Hier, kleine Schnuffelmaus da zum Beispiel. Zufrieden. Ja, kleine und müde Schnuffelmaus. Jetzt bist du müde, ne? Ja, bist du satt, hast eine frische Windel um, jetzt kannst du wieder weiterschlafen. Das ist unglaublich, was dieses Kind momentan schläft. Das hat gestern fast einen kompletten Tag geschlafen und schläft schon wieder. Aber vielleicht machen die das jetzt intervallartig. Die holen das immer so in größeren Stücken nach, das Schlafen. So, bevor es zurück ans Arbeiten geht, werfen wir nochmal einen Blick auf den Brokkoli. Meine Mutter füttert jetzt gerade Charlotte. Und danach wollte sie uns den Brokkoli sauber machen, den wir noch im Kühlschrank haben. Die Sweet Dumplings können wir dann auch abmachen. Ja, den Brokkoli sauber machen. Ich wollte gucken, ob noch was nachgetrieben ist. Also die Schnecken, denen schmeckt es noch. Von den Schnuffelmäusen wieder losgerissen. Und ich liege momentan gut in der Spur. Das muss mich zwar zwischendurch um den Server kümmern, weil der nicht mehr antwortet.
Aber auch das Problem ist schon gefunden. Das muss glücklicherweise sich nicht lösen. Ich habe mich nur weitergegeben. Puh, Alter, ich lag so gut im Rennen. Und jetzt kommt dieses Kack-Server-Problem dazwischen. Ist zwar nicht mein Highway, aber trotzdem muss ich mich drum kümmern. Verdammte Scheiße. Gar nicht gut. Yeah, super! Irgendjemand versucht, den Server in die Kiste zu kriegen. Ja, es ist lustig, mit jedem Clip wird das gerade schlimmer und hilft jetzt nicht wirklich, hilft nicht wirklich in meinem Projekt vorwärts. Allerdings, da bin ich jetzt so auf einem Stand, das kann quasi online gehen. Alter, Nachbarn sind da zum Kaffee, ich werde zumindest noch mal Kaffee trinken. Ich will mal Nachbars Hallo sagen, bei dem ganzen Durcheinander und Stress. Hey, IT ist super. Möchtest du die Bank überfallen? Hast du dir das Gesicht maskiert? Spätzelein, willst du mit zu der Großen kommen? Kleine Süße? Ja. Komm, wir gehen. Kommst mit zu der Großen, ne? Ja. Warum hast du? Du hast überall Fusseln. Selbst dein Schnuller ist nicht fusselfrei, Kind. Dieses Kind sammelt halt Fusseln. Überall Fusseln. Wobei dieses Kind auch, nur das schläft ja gerade. Komm her, mein Schatz. Ja, hilft ja alles nix. Wieder zurück an die Front. Ja, ne? Server ist Krieg. Die Technik unseres Dienstleisters greift nach Strohhalm. Zumindest das Positive des heutigen Tages ist, das aktuelle Projekt, zumindest alles, was bis zum 22. Oktober gebraucht wird, ist komplett fertig. Allerdings, das zweite Problem dieses Volllaufen des Servers ist echt was, was mich ein bisschen gerade an die Substanz geht. Ladies and gentlemen, the problem has left the building. Das Serverproblem haben wir hingekriegt. Eingedämmt, eingetütet und abgehakt. Alter, bin ich im Eimer. Ja, ich hatte mir die 50. Folge etwas anders vorgestellt, aber ja, was soll man machen? Ne? Das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Es ist schließlich der 13., wie gerade bemerkt wurde. Allerdings nicht Freitag. Und abgesehen davon bin ich zum Beispiel nicht wirklich abergläubisch, glaube ich. Ja, schade, dass ich vorhin schon Schnuffelmaus-Footage verloren habe, weil ich halt nicht geguckt habe, ob dieses Ding aufnimmt. Deswegen sind tatsächlich 3 schöne Schnipsel verloren gegangen. Und das Vlog ist halt auch relativ kurz und ich glaube, relativ Mike-lastig. Vielleicht ergibt sich ja noch was ich aber bei der noch verbleibenden Zeit des Tages fast bezweifeln möchte. Schnuffeldrückern beim Scheißtag, das ist schön. Ja, die Schnuffelmäuse auch drücken. Aber du musst die Steaks braten. Muss ich die Steaks braten? Ja, na, ich mach's nicht. Ist ja sowieso nur eins, was ich braten muss, ne? Und ich will ja schließlich nicht durch. Ja, ist ja eh nur eins, was ich braten muss, ne? Ja, genau. Oder hast du heute mehr als eins gekauft? Nee, bei uns. Ach, schön. Ja, aber cool, ne? Tag 50. Alle meine. Die esse ich ganz alleine. Du hast ja wohl ein Ei auf dem Kopf. Habe ich ein Ei auf dem Kopf? Nee, ne? Du kriegst Salat. Muss abnehmen. Salat. Ja, Salat ist ja in Ordnung. Das kann man ja zu richtigen Essen mit auf den Tisch stellen. Das ist ja in Ordnung. Ich Schnuffel bereite die letzte Mahlzeit des Tages vor. Zumindest für Charlotte. Ja, wie gesagt, das war der 50. Tag. Ist nicht so geil gewesen, der Montag, weil nicht so super Start in die Woche. Aber nichtsdestotrotz. Vor 1 oder 2 Wochen schon Mai habt, Montag ist. Nee, doch, Montag ist der hässliche Bruder von Freitag. Genau. Vor letzte Woche, ja. Ist halt so. Nichtsdestotrotz, hey, life goes on, ne? Wir sehen uns einfach morgen. Tschüss.